Jugend am Werk ist der größte Sozialdienstleister in der Steiermark. Mit 70 Standorten und 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben heute zwei Vertreter vom Standort Mürzzuschlag bei uns im Studio. Herzlich willkommen bei TV Mürz. Ich begrüße Sie zu einem weiteren Studio-Talk. Diesmal geht es um Jugend am Werk, speziell um den Standort Mürzzuschlag. Und ich habe zwei Gäste eingeladen. Es ist der Gerrit Freuhofer, er ist der Standortleiter hier in Mürzzuschlag. Und die Ingrid Bolleres, sie ist die Ausbildungsleiterin. Was sie genau macht, wird sie uns dann später noch erzählen. Herr Freuhofer, Jugend am Werk hat auch in Mürzzuschlag eine lange Geschichte. Ja, das stimmt allerdings. Jugend am Werk gibt es in Mürzzuschlag seit 1981. Seit 1987 sind wir in der oberen Bahngasse gewesen. Ich glaube, das ist den meisten ein Begriff. Und wir freuen uns, dass wir jetzt da seit diesem Jahr in der Wiener Straße sind. Komplett saniertes Gebäude mit vielen Räumlichkeiten. Welche Möglichkeiten ergeben sich dadurch? Ja, wir haben natürlich für unsere Jugendliche, die was bei uns in der Ausbildung sind, ganz neue Möglichkeiten. Das Schöne ist, dass wir jetzt da geöffnet sind nach außen. Wir haben das In-Café, wo unsere Teilnehmer die Berufsausbildung machen können und dort wirklich am Gast in der Praxis üben können, wo unsere Teilnehmer, die in der Küche lernen, wirklich für draußen kochen können. Und so bekommen wir ein tolles Feedback, die Jugendlichen haben einfach eine ganz andere Sinnhaftigkeit und Feedback von der Bevölkerung für das, was sie leisten und was sie tun. Wie hat sich die Ausbildung entwickelt, seit Jugend am Werk in Mürzzuschlag ist? Ja, gestartet hat die Ausbildung bzw. Jugend am Werk in Mürzzuschlag in der Grünen Insel und zwar mit einem gastgewerblichen Fachkurs und mit Wohnmöglichkeiten und als Jugend am Werk dann in der oberen Bahngasse 1981 diesen Standort eröffnet hat, der neu gebaut wurde, ist dieser gastgewerbliche Fachkurs weitergeführt worden bis 1987 und dahingehend hat man wieder ein neues Konzept entwickelt und da ergab sich daraus dann die Ausbildung zum qualifizierten Helfer, zur Helferin, wo die Jugendlichen eben schon ansatzweise, so wie es jetzt in der Lehrausbildung aussieht, einfach Qualifikationen erworben haben, um in der Wirtschaft Fuß fassen zu können. 2003 wurde dann die integrative Berufsausbildung im Berufsausbildungsgesetz implementiert und so hat das Ganze dann einfach auch einen Charakter bekommen, wo man sagt, jetzt ist das Ganze gesetzlich und das ist jetzt auch eine Form der Lehrausbildung. Und ja, wie gesagt, mittlerweile 20 Jahre, dass wir das in Mürzzuschlag jetzt umsetzen, eben dieser Bereich, den ich jetzt begleite im Rahmen der überbetrieblichen Lehrausbildung mit Teilqualifizierung und verlängerte Lehre. Zu der Ausbildung werden wir dann noch mehr hören. Herr Freuhofer, welche Räumlichkeiten gibt es jetzt insgesamt? Was ergibt sich dadurch alles durch diesen Umzug? Ja, durch diesen Umzug, wie bekannt, das In-Café, dann haben wir natürlich den Küchenbereich, wo die Ausbildung stattfindet. Wir haben auch einen Bereich für Teilhabe an Beschäftigung, heißt diese Maßnahme, gefördert durch das Land Steiermark, wo wir Menschen mit Behinderung betreuen. Die haben dort Seminarräume, sie haben dort eine kleine Werkstätte, einen Computerraum und auch verschiedene Arbeitsfelder, die sie bedienen, zum Beispiel eine Wäscherei, weil sie machen dort zum Beispiel die Wäsche und die Reinigung teilweise für den Standort. Wie viele Kundinnen und Kunden oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden betreut?
Ja, hier in Mützzuschlag haben wir einen ungefähren Durchlauf im Jahr von 100 Kunden. Und dann gibt es noch eine zusätzliche Variante für Langzeitarbeitslose. Genau, ja, das ist Projekt heißt Mein Rad, gefördert vom AMS Steiermark, ja, wo wir Langzeitarbeitslose begleiten, wo wir sie beraten können und einfach schauen, ob wir sie wieder zurück in die Wirtschaft irgendwie vermitteln können oder wo sie sonst irgendeine Hilfestellung brauchen, dort können wir sie unterstützen. Wer sind eigentlich die Auftraggeber? Auftraggeber ist es AMS. Dann haben wir als Auftraggeber das Land Steiermark für die Maßnahmen für Menschen mit Behinderung. Und wir haben auch eine Maßnahme zur Berufsorientierung und Vorbereitung, das was vom Sozialministerium. Okay, also wie viele Mitarbeiter, wie viele Betreuer sind tätig? Insgesamt im Mützzuschlag haben wir rund 40 Mitarbeiter. Also auch eine beachtliche Größe. Jugend am Werk ist natürlich jetzt sichtbar in der Wienerstraße, in der Wohnstraße. Und dieses In-Café gibt es natürlich jetzt für alle, die hier zufällig vorbeikommen, beziehungsweise auch ein Mittagsmenü. Muss man sich da anmelden vorher? Es wäre gut, wenn Sie sich anmelden, weil wir natürlich nur ein bestimmtes Kontingent kochen, aber wir haben meistens genug, falls wer spontan vorbeikommt. Okay, und damit es überhaupt ein Menü gibt oder Kuchen, Mehlspeisen, müssen eben die Jugendlichen oder die Betroffenen dafür ausgebildet werden. Und jetzt gehen wir ein bisschen ins Detail, welche Ausbildungsmöglichkeiten bieten sich an? Ja, wie schon vorher angesprochen, haben wir eine Form der überbetrieblichen Lehrausbildung, die wir anbieten. Und zwar unsere Jugendlichen können im Rahmen dieser Ausbildung eben eine Teilqualifizierung in einem Beruf erlangen oder eine verlängerbare Lehre. Und zwar damit sie einfach mehr Zeit haben, um diese Ausbildung zu absolvieren und um die Kompetenzen, die dafür erforderlich sind, einfach zu erwerben. Für manche Jugendliche ist es eben nicht so einfach, dass sie den gesamten Umfang des Lehrberufes erlangen und dann mit der Lehrabschlussprüfung abschließen. Dann absolvieren sie eine Teilqualifizierung in diesem Beruf und andere, die sich auch im Laufe der Ausbildung einfach gut entwickeln und das Potenzial, das in ihnen steckt, einfach dann auch entwickeln, können bis zum Lehrabschluss dann hingeführt werden, der gleich anerkannt ist wie der reguläre Lehrabschluss. Welche Lehrberufe sind jetzt davon inkludiert? Es gibt ja nach wie vor in der Grünen Insel ebenfalls einen Standort. Genau. Was wird dort gemacht? Also in der Grünen Insel haben wir die Berufsbilder Metallbearbeiter, Bearbeiterin und Tischler, Tischlerin, die in Inhouse-Werkstätten ausgebildet werden. Und am Standort in der Wiener Straße sind eben die Berufsbilder Koch, Köchin und Restaurantfachmann, Frau, die wir im Rahmen des In-Cafés auch anbieten. Ich habe es eingangs schon gesagt, Jugend am Werk ist der größte Sozialdienstleister in der Steiermark. Welche Idee steckt überhaupt hinter dem Projekt, wenn ich so nennen darf, Jugend am Werk? Die Idee ist dahinter, dass wir einfach die Menschen eine Chancengleichheit bieten. Wir versuchen einfach Menschen, die vielleicht am Rande der Gesellschaft sind, diese in die Mitte zu bringen und sie durch die verschiedensten Maßnahmen einfach sie zu unterstützen und zu fördern und ihnen sie bei ihre Stärken, weiterhin zu stärken und ihnen so weiterzuhelfen. Sind das jetzt hauptsächlich Jugendliche, beziehungsweise bis zu welchem Alter geht diese Betreuungsmöglichkeit? So Maßnahmen, die was mit der Ausbildung zu tun haben oder mit der Berufsorientierung, ist bis zu 25 Jahre. Aber Maßnahmen, was zum Beispiel die Teilhabe an Beschäftigung für Menschen mit Behinderung, da gibt es keine Altersgrenze. Und auch für die Langzeitarbeitslosenbetreuung gibt es auch keine Altersgrenze? Richtig, ja, genau. Also wie läuft das eigentlich ab? Wie passiert das? Das AMS
schickt uns Menschen, die arbeitslos sind, die was eine Unterstützung brauchen, und wir bieten die Beratung dazu an und schauen einfach, wo können wir sie unterstützen, was brauchen sie, wo könnten sie vielleicht bei einem anderen Netzwerk noch andocken, wo sie einfach vielleicht im Thema Gesundheit oder so weitere Unterstützung brauchen. Und im bestmöglichen Sinn können wir dabei unterstützen, dass sie wieder in die Wirtschaft integriert werden. Welche Voraussetzungen haben die Kundinnen und Kunden, die zu Jugend am Werk kommen, beziehungsweise welche Voraussetzungen haben sie nicht, damit sie bei Jugend am Werk aufgenommen werden können? Ja, die Jugendlichen, die beim AMS als lehrstellensuchend gemeldet sind, kommen eben mit ihrer persönlichen Geschichte und Vermittlungshindernisse in Richtung eines regulären Lehrverhältnisses poppen dann dahingehend auf, und dann empfiehlt das AMS bzw. weist das AMS uns diese Jugendlichen zu, damit wir mit ihnen eben in diesem geschützteren Rahmen diese Lehrausbildung umsetzen. Und im Rahmen dieser Ausbildung in der Teilqualifizierung und auch in der verlängerten Lehrzeit haben wir eben ein Unterstützungspaket für die Jugendlichen, damit wir den Lehrling einfach ganzheitlich fördern. Also es ist jetzt nicht nur so, dass sie nur die fachlichen, beruflichen Kompetenzen erwerben in ihrem Berufsbild, sondern auch eben überfachliche Kompetenzen, personale Kompetenzen im Rahmen des sozialen Kompetenztrainings. Und Gendern ist zum Beispiel auch bei uns ein großes Thema, das gehört auch dazu, wo sie eben diese Soft Skills praktisch erlangen, die auch essentiell sind, damit sie in der Wirtschaft Fuß fassen können. Also wichtig ist auch die Persönlichkeitsentwicklung. Genau. Es geht gleich weiter. Wir machen eine kurze Pause und dann können wir weiter über den Standort Mürzzuschlag plaudern. Die Unwetterkapriolen der letzten Wochen und Monate, hatte Sie persönlich betroffen? Und wenn nein, kennen Sie jemanden, den es betroffen hat? Ja, wir kennen einige, die es betrifft. Und uns hat es auch betroffen. Nicht? Wir sind in Altenberg drinnen. Und da hat es da unsere Straßen, also das Haus hat nichts, da ist der Fluss bei der Seite vorbeigeschossen, aber die Straße hat es ziemlich erwischt. Also das Wasser, also das Abflussrohr ist verstopft und das Wasser ist dann über die Straße, sodass wir nicht einmal fahren haben können. Nein, eigentlich Gott sei Dank nicht. Habe ich niemanden gehabt und Gott sei Dank mich auch nicht. Bei uns war nichts. Bezirk Hartbeck war gar nichts. Das ist ganz. Wir haben zwar Stürme gehabt. Die Bäume sind gefallen, aber so hochwassermäßig ist da ganz. Also der untere Bereich von Hartberg war schon betroffen. Aber wir sind da vom Hochwechsel, also da war gar nichts. Ja, ich kenne einige, die betroffen waren durch überschwemmte Keller und ja, nasse Stellen, wo eigentlich jahrelang nichts war. Ja, zum Glück war ich in der glücklichen Situation, dass es mich nicht erwischt hat. Habe aber sehr wohl rundherum medial sehr viel mitbekommen und hoffe, dass generell nicht vielen, was passiert ist. Das würde ich mir wünschen. Bei uns da in der Gegend, wir haben eine tolle Gegend da, bei uns war wirklich nicht viel. Wenn du rundherum schaust, wenn wir jetzt Zuschlag schauen, wenn wir jetzt Zuschlag selber, glaube ich, war da gar nicht so viel, oder? Aber die Hilfe, muss ich sagen, es hat prompt funktioniert. Das Baggerteam ist gleich gekommen und hat uns geholfen. Aber am schlimmsten Tag, das war der Samstag, hat es dann eben geheißen, nur one way. Also man kann zwar rausfahren, aber nicht mehr zurück, weil Kapellen war überschwemmt und Mürz war ja auch katastrophal benannt. Und ja, und dann haben wir halt abwarten müssen am Tag. Ich habe viel gesehen, wo Leute kenne, was erwischt hat, ja. Was ist denen passiert? Was war da? Ja, Wasser im Keller. Ne? Nichts Gräbers, Gott sei Dank. Betroffen in dem Sinn nicht, aber wir waren seit März in Knoppenhof und da ist das Wasser ziemlich gestiegen. Und ich bin froh, dass unsere Feuerwehrler so eingeschritten sind, weil bei der großen Brücke da haben sie angeschüttet, sonst wäre das rübergekommen. Und ich hoffe, dass wir gewappnet sind. Glauben Sie, dass der Klimawandel Einfluss hat auf das ganze Wettergeschehen, oder hat es diese Wetterphänomene eigentlich eh immer schon gegeben?
Es hat sicher immer wieder Wetterphänomene gegeben, das wissen wir schon. Aber andererseits glaube ich, diese punktuellen Klimaveränderungen müssen irgendeinen Grund auch mit dem Klimawandel haben. Die Klimaveränderung hat es immer schon gegeben, die jetzt durch den Menschen sicher ein bisschen angeheizt wurde. In welcher Art und Weise sich das entwickelt über die letzten Jahrmillionen, hat es da durchwegs oft Änderungen gegeben. Wir sind ja nur eine kleine Zeit auf der Welt. Ist jetzt schwer zu sagen, würde ich sagen. Also es hat es immer schon gegeben, aber die Häufigkeit ist definitiv der Klimawandel. Ich bin einer 50-50. Wetter hat es früher gegeben, Hitze und das, aber nur teilweise hat es schon mit Klimawandel auch zu tun. Aber nur das Unwetter ist für die Italien auch verkommen, das hat mit dem Klimawandel nichts zu tun. Ja, Klimaveränderung sicher, ja. Aber ja, so tragisch das klingt, es hat es aber wahrscheinlich auch schon früher einmal gegeben. Na, so stark wie jetzt und so oft, wie es jetzt ist vor allem. Weil früher war das ja eine Seltenheit, dass solche Stürme waren. Aber jetzt ist das sicher öfters. Das ist schon von der ganzen Umwelt. Also das leidet alles. Ja, ich denke schon, dass die Klimawandelgeschichte auch mitspielen wird. Aber ich denke, dass man zu viel abholzt und die ganzen Wälder wegtut. Das finde ich nicht gut, aber... Ich glaube schon, dass es der Klimawandel ist, also ja. Wir waren zu der Zeit in Kroatien auf Urlaub und es war zwar kalt, aber das Meer war immer noch viel zu warm. Also solange das Meer so warm ist, werden wir auch viel mehr Wasser in der Luft haben und dann wird es nicht ausbleiben. Die 100-Jährigen werden 10-Jährige werden. Ja, ich glaube, beim Gletschersterben wird man es schon merken, dass da was passiert. Schlimmer wird es wahrscheinlich schon werden, aber... Also ich habe keine Angst, sagen wir so. Also ich, aber ich denke, man sollte schon was unternehmen, dass das ein bisschen gestoppt wird oder dass man dem gewappnet ist. Und ja, die Natur hat halt ihre Kräfte. Der Mensch kann die Natur nicht besiegen, aber man kann ja versuchen, mit ihr auszukommen. Gute Frage. Ich glaube, es gäbe es immer, aber vielleicht ist es schon ein bisschen schlechter geworden. Ja. Aber jetzt ist es halt so, dass dieser Klimawandel, der hat viel anrichtet, noch mehr als er bis jetzt gemacht hat, denke ich mal. Dass zum Beispiel dann Holland nur mehr unter Wasser steht, wenn die Pole abschmilzt zum Beispiel und. Was sagen Sie diesen Helfern? Wie kann man die zusätzlich unterstützen? Also ich finde der Wahnsinn, das muss ich gleich einmal vorwegnehmen. Und ich glaube, der Kerl hat ein bisschen belohnt. Der Wiesung. Weil der gehört wirklich ein Lob, ein Dank, ein Wahnsinn. Wenn da jeder mithelfen darf, der in der Nähe sieht, dass was ist, dann wird das halt besser gelöst. Ein Dank an die freiwilligen Helfer, das ist einmal das Wichtigste, würde ich mal sagen. Unbedingt, das ist einmal klar. Weil wenn wir den nicht hätten, dann schaut man schön blöd. Ja, sie können sicher besser unterstützt, weil sie eben so oft im Einsatz sind. Das ist einmal ganz klar. Wie kann man es unterstützen? Kann ich eigentlich schwer sagen. Weiß ich nicht, vielleicht spenden wäre eine Möglichkeit oder sie selber einbringen wäre auch eine Möglichkeit. Meine persönliche Meinung ist, in Österreich, diese Vereinslösung ist sowieso komisch. In meisten anderen Ländern sind das Berufe, die man Vollzeit ausübt. Und ich glaube, das wäre auf lange Sicht wahrscheinlich die gescheitere Lösung. Loben, loben, loben und spenden, spenden, spenden. Nein, wirklich, sie haben tolle Arbeit geleistet, waren sofort da und es gab sicher Wichtigeres als unsere Straßen da, aber sie sind wirklich alle so selbstlos und bereit zu helfen. Also man muss ihnen wirklich immer wieder Lob zukommen lassen, damit die Motivation also bleibt. Ja, ja, da könnte sicher mehr Unterstützung kommen. Ich bin mit dem selber Firmen und die gibt natürlich Freiheit, also wenn es das ist selbstverständlich und schaut, dass man so gut wie möglich alles unterstützt, mit wo man kann. Das sind eingespülte Truppen und alle, die was Rettung, Bergrettung, Feuerwehr sind, Chapeau, dass sie eine Gesundheit für uns opfern und auch Bundeswehr muss man bedanken, weil war in ganz Österreich ausgerückt und nur so weiter, Kameraden, ich bin leider nicht dabei, weil ich gesundheitlich nicht kann, aber Hut ab vor diese Einsatzkräfte. Man, wir müssen froh sein, dass es so viele freiwillige Helfer geht, die sich da ehrenamtlich zur Verfügung stellen. Und es wäre natürlich schön, wenn man sie vielleicht durch Spenden zumindest unterstützen könnte. Haben Sie vielleicht Angst oder Sorge, dass sich diese Wetterphänomene oder Kapriolen eher sogar noch verschlimmern könnten in nächster Zukunft? Oh ja, wenn das so weitergeht mit dem ganzen Verbau da, also das ist, wird sicher schlimmer. Die Leute sind halt leider... Und das Wasser kann nirgends hin. So ist es. Die Leute lernen nicht aus den Fehlern, das ist eben das Problem. Weil es so immer so weitergehen, wie es jetzt war, und das wird sicher nicht so sein.
Im Elektrofachhandel EP Stadtwerke Mürz in der Wiener Straße 3 in Mützzuschlag erwartet Sie eine beeindruckende Auswahl an Unterhaltungs- und Haushaltselektronik sowie Spielwaren auf einer Fläche von rund 1500 Quadratmetern. Wir führen erstklassige Produkte namhafter Anbieter wie KitchenAid, Miele, Dyson, Playmobil, Lego und viele mehr. Weiter geht es bei unserem Studiogespräch mit Gerrit Freuhofer und Ingrid Bolleres. Beide sind hier am Jugend am Werk Standort im Zuschlag tätig. Herr Freuhofer, gibt es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch Wohnmöglichkeiten? Ja, die gibt es. Wir haben ein neues Gebäude in der Wiener Straße 78. Dort bieten wir 20 Wohnplätze an für Teilnehmer, die bei uns in einer Maßnahme sind. Die können dort von Sonntag bis Freitag wohnen und werden dort begleitet. Und wir haben eine zweite Maßnahme, das ist teilzeitbetreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung. Dort haben wir 6 Plätze und die wohnen in einer Form von einer WG. Also im ehemaligen Sparkasse-Hauptgebäude sozusagen, das wurde entsprechend adaptiert und umgebaut. Frau Bolleres, wie schaut das Ausbildungsteam aus? Wie setzt sich das zusammen? Ja, wir arbeiten in einem multiprofessionellen Team gemeinsam mit den Jugendlichen. Unsere Fachtrainerinnen und Fachtrainer vermitteln eben die Lehrinhalte des entsprechenden Berufsbildes. Dann haben wir Lehrerinnen, die Jugendlichen im Rahmen des berufsschulvorbereitenden, allgemeinbildenden Unterrichts auf die entsprechende Berufsschulklasse vorbereiten, sodass sie mit mehr Sicherheit in diese Herausforderung hineingehen und dadurch natürlich schneller Erfolgserlebnisse generieren. Und dadurch steigt natürlich dann auch die Motivation für diesen Schulbesuch. Und dann gibt es noch Berufsausbildungsassistentinnen. Das ist im Berufsausbildungsgesetz so verankert, dass jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer eine Assistenz zur Seite gestellt hat, die eben sozialpädagogisch, psychologisch und didaktisch mit den Jugendlichen an Lösungen gemeinsam arbeitet. Sie haben die Erfolgserlebnisse gerade angesprochen. Gibt es so etwas wie eine Erfolgsquote auch für Jugend am Werk? Natürlich. Jugend am Werk arbeitet in allen Bereichen sehr erfolgreich. Und ich muss dazu sagen, ich bin selbst langjährige Mitarbeiterin in diesem Unternehmen und sehr stolz, einfach da mit dabei zu sein und meinen Beitrag da dazu täglich zu leisten. Und die Erfolge, weil Sie das ansprechen, sehen wir einfach schon in den kleinen Dingen. Natürlich ist unser Auftraggeber bestrebt, dass wir viele Jugendliche nach Abschluss der Ausbildung auch in ein Dienstverhältnis am ersten Arbeitsmarkt vermitteln. Und das gelingt uns auch in den häufigsten Fällen, das muss ich wirklich sagen, weil einfach die Ausbildungsqualität, die wir unseren Jugendlichen da angedeihen lassen, einfach wirklich sehr hoch ist. Aber wir sehen einfach die Erfolge in jedem kleinen Schritt, den die Jugendlichen einfach schaffen und ja immer mehr zu ihrer Selbstwirksamkeit einfach gelangen, damit wir dann anschließend an die Ausbildung einfach ein gutes Gefühl haben, einfach zu sehen, sie sind jetzt gefestigt diesbezüglich und können das Leben, das noch auf sie wartet, sowohl in beruflicher als auch in privater Hinsicht einfach bewältigen. Herr Freuhofer, ist diese Ausbildungsmöglichkeit kostenpflichtig für die Kundinnen und Kunden? Also für die Kundinnen und Kunden ist es nicht kostenpflichtig. Sie bekommen, wenn sie bei uns jetzt in einer Maßnahme sind, bekommen sie vom AMS einen Zuschuss und sie bekommen auch vom Land Steiermark einen Zuschuss für Menschen mit Behinderung. Jetzt sind Sie quasi im Inn-Café tätig, also Sie haben Kontakt mit der Bevölkerung.
nicht nur im Hintergrund, in der Küche oder in der Werkstatt. Wie wichtig ist diese Erfahrung? Der ist sehr wichtig, weil wir da einfach direktes Feedback bekommen. Die Teilnehmer bekommen dieses Feedback und sie können entsprechend lernen und wissen dann auch, wie man sich in der Wirtschaft zum Beispiel das besser benimmt, wie man sich besser das Service leisten kann. Und da profitieren wir alle davon. Es gibt das Inn-Café. Wie sind die Öffnungszeiten? Wir öffnen von Montag bis Freitag jeweils immer ab 9 Uhr. Und das Angebot? Vormittags und nachmittags Kuchen und Kaffee und mittags gibt es dann immer ein Dreigänge-Menü. Dreigänge-Menü, und sollte man sich da vorher anmelden? Ja, die Anmeldung wäre gut, ja, aber natürlich werden wir keinen auf die Straße setzen. Hungrige nicht wegschicken. Natürlich nicht. Ja, das ist natürlich das Spezielle an dieser Ausbildung, quasi der Kontakt mit den Gästen, mit den Kundinnen und Kunden des Cafés. Wie schaut es zukünftig aus? Gibt es hier schon Ideen? Ja, also ich muss sagen, seit wir eben in der Wiener Straße jetzt in unserem Inn-Café tätig sind, hat sich natürlich dementsprechend auch die Ausbildungsqualität für unsere Jugendlichen einfach wirklich gesteigert, weil wir jetzt angeknüpft sind an die Bevölkerung und ja, wir die Möglichkeit haben, auch an dieser Herausforderung zu wachsen und die Bevölkerung uns und unser Tun einfach auch unmittelbar kennenlernt. Für die Zukunft natürlich ist es so, dass wir ja natürlich ein lernendes Unternehmen sind, Jugend am Werk Steiermark, und innovativ. Und wer weiß, was noch alles kommt. Also wir freuen uns einfach auf die Zukunft. Ja, und diese Zukunft ist im Müsszuschlag gesichert. Jugend am Werk und Müsszuschlag sind ja untrennbar miteinander verbunden. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihren Besuch im Studio und wünsche Jugend am Werk, besonders im Müsszuschlag natürlich, weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Danke fürs Kommen. Herzlichen Dank. Und bei allen Zuseherinnen und Zusehern bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum Schluss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Liebe TV-Mürzseherinnen und Seher, herzlich willkommen in unserer Rubrik Erinnerungen. Hier zeigen wir ausgewählte Beiträge aus den vergangenen Jahren. Je nach zeitlichen Spielraum werden im Anschluss an die aktuelle TV-Mürz-Sendung unterschiedlich viele Beiträge aus vergangenen Jahren gezeigt. Freuen Sie sich also auf vergessene Schmankerl, auf Lustiges oder auf emotionale Einblicke in die Geschichte rund um Mürzzuschlag oder einfach auf schöne Erinnerungen. Viel Vergnügen! Einen Tag vor dem Start der Tour de Mürz veranstalteten zwei örtliche Vereine ein Radabenteuer für Familien. Gefragt war nicht Schnelligkeit, sondern Wissen und Geschicklichkeit. Spielverderber war leider das Wetter. Jedes Team beim Familienradabenteuer bestand aus Kindern und zumindest einem Erwachsenen. Bereits die Anmeldung im Wintersportmuseum war mit einer Wissensfrage verbunden. Ja, das ist der Auftaktveranstaltung zur ersten Tour de Mürz, die im heutigen Jahr ihren Ausgangspunkt im Mürzzuschlag findet. Und am heutigen Tag findet der Regionalbeitrag, durchgeführt von den beiden Radsportvereinen der Stadt Mürzzuschlag, dem Team Alpin X und dem Mürzer Radfüchsen, statt. Die Teilnehmer hatten einen 5 Kilometer langen, leichten Kurs mit ihren Fahrrädern zu absolvieren und dabei Rätsel zu lösen sowie sportliche Aufgaben zu bewältigen. Eigentlich ist mir sehr gut gegangen und beim Werfen ist mir auch besser gegangen. Wie sind deine Eindrücke? Ja, also die Rätsel waren nicht wirklich schwer und ja, mir ist auch gut gegangen. Und der Papa, der hat natürlich auch eigene Erfahrungen.
Ja, dem Papa ist auch gut gegangen, alles wunderbar. Bis auf das Wetter, das hat nicht ganz mitgespielt, aber es war ein herrlicher Familiennachmittag. Mehrere Stationen mit Denkaufgaben und Geschicklichkeitstests bei den Breuerteichen, in der Mürzer Au, am Sportplatz und im Südbahnmuseum wurden eingerichtet. Das Ziel mit der Verpflegungsstelle befand sich im Volksschulpark. Es war kalt, nass, dreckig und anstrengend, ein bisschen. Was waren denn so die schwierigen Teile? Da war eigentlich nicht so viel schwierig. Was sagt die Mama dazu? Wasserpumpen. Die liebe Feuerwehr war voll und hat mich auch pumpen lassen. Es war das Anstrengendste, aber sonst war es. Das Wetter hat halt nicht mitgespielt, aber es hat einmal für die Familie tut's gut, einmal, dass man einfach was tut. Veranstaltet wurde die Familienrallye von zwei Mürzer Radsportvereinen. Heute in spielerischer Form, auch in Rätselform. Es gibt da mehrere Stationen, wo eben dann auch mittels Rätsel Aufgaben zu lösen sind und die Kinder sicher Spaß haben werden an diesem Parcours. Und andererseits versuchen wir natürlich von den Radvereinen in Mürzzuschlag, Alpinix und die Radfüchse, die Kinder an das Radfahren heranzubringen, um mehr Bewegung in der frischen Luft eben durchzuführen. Man ist an uns herangetreten im Zuge der Tour de Mürz, an einen Tag davor, am Donnerstag, also heute, eine Veranstaltung zu machen, die nicht auf Leistung im Radsport ausgerichtet ist, sondern die Familien, die Kinder anspricht, diese animieren sollte, um Rad zu fahren, um Aufgaben zu lösen und einfach Bewegung in der Natur zu machen. Ihr habt euch gut vorbereitet, habt einiges organisiert und leider hat aber das Wetter nicht mitgespielt. Es sind da einige auf der Runde, ganz junge Kinder noch, also mit 6 Jahren, 7 Jahren schätze ich mal, werden das sein und die schlagen sich wacker durch den Regen durch und das freut mich ganz besonders. Das schlechte Wetter war eine Herausforderung für alle Beteiligten. Trotzdem standen Spaß, Freude und Bewegung im Vordergrund des Familienradabenteuers in Mürzzuschlag. Die Rathausklassics sind, wie schon vor 2 Wochen berichtet, ein fixer Bestandteil im kulturellen Mürzzuschlager Sommer. Dass es neben den musikalischen Darbietungen noch weitere Programmpunkte gibt, davon konnte sich das Rathausklassics-Publikum kürzlich überzeugen. Herzlich willkommen in der wunderbaren, magischen und humorvollen Erlebniswelt von Zauberer Gabriel. Mit dem Titel »Ein zauberhafter Abend« wurde dem Publikum bei dieser Veranstaltung im Rahmen der Rathausklassik schon einiges verraten. Wer allerdings einen zauberhaften Abend in trauter Zweisamkeit und bei Kerzenschein erwartete, wurde eines Besseren belehrt. Ja, hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend hier im Mürzzuschlag. Mein Name ist Zauberer Gabriel und ich werde euch heute ein bisschen ins Reich der Zauberei führen. Es freut mich besonders, nämlich hier auch im Mürzzuschlag zu sein. Ich hätte zwar die Möglichkeit gehabt, auch in Graz zu zaubern für 5.000 Euro. Aber so kurzfristig habe ich leider das Geld nicht zusammengebracht. Wir haben versucht, ein sehr buntes, sommerliches Programm zusammenzustellen. Und nach einem Abend, der sich mit Jazz beschäftigt hat, nach einem Brass-Quintett, haben wir heute einen Zauberer zu Gast. Gabriel Prein wird uns hoffentlich einen zauberhaften Abend bescheren. Die Besucherzahlen geben Ihnen ja recht. Warum, glauben Sie, sind die Rathausklassics so ein toller Erfolg? Ich denke, es ist ganz wichtig, eine Stadt und Mürzzuschlag ist es ja wert, auch in den Sommermonaten zu bespielen und zu beleben. Und wenn schönes Wetter ist, wenn man mal mehr Zeit hat, wenn man vielleicht nicht im Ausland unterwegs ist, sondern sich noch im Mürzzuschlag aufhält, hat man doch auch mehr Muse, im Sommer vielleicht einmal an einem Abend wegzugehen und sich einer leichteren Kost mal hinzugeben. Gabriel Prein liebt es, Menschen mit magischen und humorvoll vorgeführten Kunststücken für einen Moment ihres Lebens zu verzaubern. Er bietet witzige Unterhaltung für jedermann. Ein Zauberprogramm, wie es sein sollte. Ja, zur Zauberei bin ich gekommen, eigentlich klassisch mit 6 Jahren als Kind. Einfach einen Zauberkasten bekommen von den Eltern und ab da hat mich eigentlich das Zauberfieber nicht mehr verlassen. Wie werden Sie heute das Publikum verzaubern? Ja, bei mir ist es so, das ist ganz wichtig, dass ich mache ein Zaubertheater. Das heißt, ich mache den Zauber und das Publikum machen das Theater. Und dementsprechend werde ich gemeinsam mit dem Publikum zaubern. 5, 4, 3. Ich kann Ihnen nicht einmal einen Eintrittsdruck geben, weil da hat es keinen gegeben, gell?
Okay, also wenn noch. 5, 4, 3, 2, 1. Mit viel Zauberei, Gags und schriller Komik bindet er sein Publikum ins Geschehen ein, ohne seine Helfer jemals bloßzustellen. Wie verzaubern Sie Ihre Umwelt? Oh, hoffentlich durch Wissen, durch Charme und durch Fröhlichkeit. Naja, ich verzauber meine Umwelt mit meinen Bildern, mit meinen Skulpturen, ja, und mit einigen anderen verrückten Sachen, optischen Täuschungen und lauter so Sachen. Mit Liebe, Leichtigkeit, Schönheit und schönen Frauen. Wissen Sie, was ich auf diesem Zettel geschrieben habe? Nein. Und das ist richtig! Wir haben hier einen Gast aus Tirol, weit angereist. Was fasziniert Sie an der Zauberei? Ja, also ich finde das total interessant, das Magische, und dass man einfach keinen Einblick hat, wie das funktioniert. Also das taugt mir. Und deswegen sind wir jetzt extra 7 Stunden umgereist und Tirol wegen Zauberer. Wie verzaubern Sie Ihre Umwelt? Ah, mit Charme muss man das machen. Ja. Weil ich habe keine Tricks auf Lager, keine Zaubertricks. Ja. Wäre es jetzt überraschend, dass die Herz Ass wäre? Ja. Ja. Sie sagen, wahre Magie besteht darin, Menschen zum Lachen zu bringen. Genau, das ist meine Philosophie, deswegen mache ich auch Comedy-Zauberei, weil es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, als wirklich ein Lächeln ins Gesicht eines anderen Menschen zu zaubern. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Also der Kartenwert stimmt einmal, ne? Gabriel Brein möchte sein Publikum unterhalten, es soll träumen, staunen und lachen. Mit viel Witz und Komik konnten die Besucher vom Alltag abschalten und wieder einmal herzhaft lachen und vor allem staunen. Ah, meine Vorhersage stimmt, meine Damen und Herren. Die Vorhersage ist richtig. Und nochmal einen riesengroßen Applaus.